So, da wir letztes Mal unterbrochen worden sind, geht der Kampf jetzt hier weiter. Gegen unseren Rivalen. In Nazalea City. Ich kann Aaron immer noch nicht einsetzen. Ja, Aaron, der brennende Stein. Fick dich, Spiel. Ich weiß nicht, warum Aaron mir so gar nicht gehorcht. Ja, eigentlich habe ich nichts Sinnvolles dabei, was ich hier einsetzen kann. Ich muss echt mal irgendwie ein ordentliches Wasser-Pokémon angeln. Ja, ich verschleudere meine Pokémon hier gerade so ein bisschen, aber... Ich habe alles dabei, was, bis auf Aaron, was gegen Feuer eher empfindlich ist. Ja, ich weiß, dass das nicht sehr effektiv ist, aber ich habe gehofft, es würde wenigstens reichen, um... Ja, jetzt brenne ich auch noch. Egal. Was lächelt es sich. Nutzlose Pokémon! Hey du! Du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Ich hasse Schwäche. Pokémon, Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark. Aber triffst du auf einen allein, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. Was für ein Arschloch. Yoniasu, wie steht's? Julian, hallo. Hast du Zeit? Treffen wir uns für einen Kampf. Ich verspreche, es wird anders. Ich bin hier, Route 30. Ruf an, wenn du in der Nähe bist. Gut, bis später. Nein, danke. So, da wir Ladybar jetzt nicht mehr brauchen, werde ich mal gucken, ob wir irgendein Wasser-Pokémon aktuell in der Box haben. Was einen annehmbaren Level hat. Da Aaron ja... Oh, entschuldigt, zu nichts zu gebrauchen ist. Der Penner. Das Einzige, was ich habe, ist ein Carpador, really? Ja, ich würde ja voll gerne so ein Garados haben, aber... Wir gehen jetzt mal unten in den Turm. Und angeln. Ja, ich weiß, ich muss die Arena noch machen, aber ich will mal eben hier... Chi-Chi, mach es nicht kaputt. Das war ein Volltreffer. Ohne Volltreffer dürfte noch was überbleiben. Sehr gut. Goldini, Goldfisch.
Während der Laichzeit schwimmen sie grazil im Wasser und sind auf der Suche nach dem perfekten Partner. Ja, eigentlich muss ich Goldini einen Spitznamen geben, aber irgendwie gehen uns... bei Dragon Ball schnell die Mädchennamen aus. Ne, weil es gibt halt nicht viele. Sollte ja schon was Elegantes sein. Ach, wir nennen das jetzt C18, aber wir haben keine Zahlen, deswegen kann ich es nicht C18 nennen. Dann nennen wir es nur 18. Passt das? Ja, ne? Oh, guckt mal, wir können sogar... voll behindert. Ja, ich sollte nicht mehr behindert sein. Behindert sagen. Entschuldigt, ich versuche mir das abzugewöhnen. So, C18. Sieht bescheuert aus. Aber egal. So, dann pack mal Carpath doch erstmal wieder weg. Ich wollte das gar nicht ansprechen, weil es ist nicht wirklich sinnvoll, einen Fleckmann anzusprechen. Da kommt nicht viel bei rum. Irgendwann werde ich Carpador bestimmt trainieren. Aber, bis dahin fahre ich, mit Goldini besser. Weil das Problem ist, dadurch, dass Carpador ja nichts kann, außer irgendwann auch mal Tackle, müsste man das immer an die erste Stelle packen und dann schnell wieder einwechseln und es ist nervig und ja. Ich werde Goldini ein bisschen trainieren müssen. Aber, das kriegen wir schon hin. So. Chi-Chi ist oben, prima. Ja, möchte ich. Ich bin Kai. Ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf dem Gebiet. Diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Leiter Kai möchte kämpfen. Ist er eine Trittleiter? Oder eine Leiter? Man weiß es nicht. So. Das dürfte alles relativ fix erledigt sein. Dann ist Chi-Chi wahrscheinlich auf Level 18 oder so. Oh, ein Sichlor. Hätte nicht gedacht, dass er eines hat. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viele Punkte bringt. Okay, doch nur ein Level höher. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden.
Yasuo erhält Insektorden. Insektorden? Kennst du die Vorzüge des Insektordens? Durch ihn gehorchen dir Pokémon bis zu Level 30. Deine Pokémon können Zerschneider nun auch außerhalb des Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. TM 49 enthält Zornklinge. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird der Angriff. Ist das nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Ja, schön. So, jetzt wo wir diesen neuen Orden haben, möchte ich einmal gucken, ob Aaron noch zu irgendwas nützlich ist. Weil wenn nicht, schmeiße ich den raus. Aha. Sieht gut aus. Du bist doch zu was Nutze, mein Lieber. Da haben wir ja alle noch mal Glück gehabt. Was ein so ein pisseliger Orden alles ausmacht. Vorsicht, verlauf dich nicht. Der Steineichenwald ist groß. Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten. Nein, mache ich nicht. Ihr kennt ja alle das Gerücht mit dem GS-Ball, dass wenn man den in den Schrein legt, Celebi erscheint. Das gab's wohl wirklich, aber es hat nur in einer japanischen Edition funktioniert und das auch nur bei einem bestimmten Event. So wie bei diesem Pokémon Day, wenn man spezielle Pokémon runterladen kann und auch früher schon, also konnte und wahrscheinlich heute noch kann. Hat aber leider niemals mit einer von unseren Versionen funktioniert. Und wie gesagt, dafür brauchte man dieses Download-Ding. Mal sehen, was hier so rumläuft. Ein Hornliu. Yay. Aaron, mach es nicht kaputt. Ach, ernsthaft. Ich wollte schon sagen, du hast jetzt nicht den Stein vergiftet. Der Stachel auf seinem Kopf enthält ein starkes Gift. Es setzt das Gift ein, um sich zu schützen. So, da jetzt schon wieder 14 Minuten rum sind, ihr Lieben, machen wir einen Schnitt und es geht weiter beim nächsten Mal. Bis dahin!